Mit dem Handy zum Traumabitur? Das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall gibt es jetzt die sieben besten Lern-Apps für die Schule. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und in der Schule und beim Lernen ist ja das Handy eher weniger erwünscht, aber ich bin der Meinung, du kannst das Handy wirklich geil nutzen mit den vielen verschiedenen sinnvollen Apps, die es da drauf gibt, um deine Note auch wirklich zu verbessern. Und die besten sieben, die sind sowohl teilweise aus Empfehlungen von euch, wo ich auf Instagram gefragt habe, als auch meine langjährige eigene Erfahrung. Und da gebe ich euch jetzt meine besten Picks und ausgewählten Apps, damit ihr auch maximal performen könnt. Die allererste App ist Timetable. Das ist wirklich die App, wo ich sage, wenn du in der Oberstufe bist, hol dir diese App. Weil du hast deinen Stundenplan drauf, du hast alle Fächer drauf, du hast deine Noten drauf, du hast deine Prüfungstermine drauf. Du hast deine Hausaufgaben drauf. Du hast einfach alles, was so organisationstechnisch ansteht, in einer App kompakt. Und gleichzeitig ist das Allergeilste wirklich, wenn man da diese Noten einträgt, weil es rechnet dir automatisch immer aus, auf welchem Notenstand du gerade stehst. Sogar auf dem, mit Punkten auf 2 Dezimalzahlen. Das heißt, du siehst ganz genau, du siehst, oh fuck, eigentlich bin jetzt 0,3 Punkte hinter meinem Schnitt eigentlich hinterher. Ich bin da voraus. Boah, ich habe übelst die geile Noten, ich habe schlechte Noten. Es pusht ungemein. Deswegen. Das ist wirklich die Number One Empfehlung, wo ich sage, ey, die hat mich durch die gesamte Oberstufe begleitet. Ihr habt alles auf einen Blick, nutzt sie unbedingt. Als nächstes ist ja wahrscheinlich vor allem das Handy selbst das Problem. Und da gibt es natürlich auch auf dem Handy Lösungen dafür. Und zwar als allererstes mal als zweite App die App Help Me Focus. Die kannte ich davor gar nicht. Dani hat uns das auf Instagram empfohlen. Deswegen vielen, vielen Dank, Dani, an dich. Und die App ist ja mal krass. Du kannst einfach ganz normale Zeitfenster einstellen, beispielsweise immer deine Lernsessions, wenn du dir die, wie ich es in vorherigen Videos auch schon mal gesagt habe, geplant hast. Beispielsweise sagst du einfach, Dienstag von 14 bis 16 Uhr will ich lernen. Dann kannst du auf dieser App einstellen, sagst, okay, da ist meine Lernsession, und dann stellst du Apps ein, die eben geblockt werden sollen, und dann kannst du auf diese Apps nur zugreifen, wenn du eben ein Passwort eingibst. Und das Geile daran ist einfach, dass in dem Moment, wo du ein Passwort eingeben musst, klar weißt du das Passwort, du kommst auch theoretisch rein, aber es gibt dir einfach mal die Chance, dir bewusst drüber nachzudenken, will ich das jetzt wirklich machen? Weil das Hauptproblem beim Handy ist ja, dass man so impulsiv rangreift, dann bist du gleich auf der App und dann bist du gleich drin. Wenn du aber hingreifst und dann erst ein Passwort eingeben musst, musst du erstmal rational nochmal überlegen, okay, wie war das Passwort? Okay, das heißt, du bist in deinem System 2, wenn man es aus Thinking Fast, Thinking Slow sagen will. Das bedeutet, du bist in einem rationalen, bewussten Denken, und dann kannst du sagen, ey, vielleicht soll ich doch sie überlassen. Und wenn du sagst, ja, mach ich aber trotzdem, was wahrscheinlich bei den meisten der Fall wäre, kannst du dir für 3 Euro oder weniger als 3 Euro sogar nur einmalig, das ist glaube ich wirklich das Geld wert, die Premium-Version holen. Da kommst du ums Verrecken in dieser Zeit nicht mehr rein. Ums Verrecken nicht mehr. Dann stellst du auf Instagram, stellst du Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp, was weiß ich, Facebook ein, und dann kommst du da nicht mehr rein. Du kommst nicht mehr rein. Du kannst selbst die App Help Me Focus selbst deinstallieren, und das wird nicht funktionieren. Du kannst machen, was du willst. Es geht wirklich nicht. Deswegen, ich glaube, wenn ihr wirklich hardcore vom Handy abhängig seid und da ums Verrecken nicht wegkommt, steckt die 3 Euro rein und ihr habt wirklich gewonnen. Wer sich sagt, ey, das ist mir echt zu heavy, da empfehle ich die dritte App, und zwar Quality Time. Das ist eine App, die ich selbst auch schon lange verwendet habe. Und zwar macht die im Prinzip nichts Besonderes. Und nichts, wo du irgendwie aktiv was einstellen musst, sondern sie trackt einfach nur, welche Apps du wann und wie lange im Tag verwendet hast. Das heißt, du hast im Prinzip so eine Historie an allen Apps, wann du sie offen hattest. Und die kannst du dir danach einfach am Tag anschauen. Soll vollkommen passiv im Hintergrund, du musst die App nicht offen haben. Mega, 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 mega geil. Deswegen absolute Empfehlung, weil im Gegensatz zu Help Me Focus blockt halt alles raus, das ist übelst geil. Und als gleichzeitige Ergänzung hast du da aber dann nochmal die Möglichkeit bei Quality Time, dass du mal rast. Shit, Alter. Ich bin pro Woche 17 Stunden auf Instagram. So, es kann doch nicht sein, weil die Zahl wird wesentlich höher sein, als du denkst. Ich schwöre es. Ich dachte, ich wäre übelst produktiv, fast gar nicht auf Instagram, und war, glaube ich, bei 10 Stunden. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich krank. Deswegen holt euch die beiden Apps, und ihr müsst euch, glaube ich, um eure Handysucht wirklich keine Gedanken mehr machen. Dann kommen wir an vierter Stelle mal zu einer App in Mathe. Und zwar, da Shoutout an Sabrina, die uns das Ganze empfohlen hat. Das ist, als ich das gesehen habe, ich dachte mir, das ist echt Magie. Und zwar ist es im Prinzip einfach eine App, wo du mit so einem Screen hier
einfach deine Hausaufgaben scannen kannst, beispielsweise eine Gleichung, und dann rechnet dir das automatisch aus, aber gibt dir nicht nur die Lösung, sondern erklärt dir auch noch die einzelnen Schritte. Das ist im Prinzip wie so ein dauerhafter Nachhilfelehrer. Und du kannst dann mit dem Ergebnis, das du eingescannt hast, auch noch im Taschenrechner in der App weiterrechnen. Das ist einfach Next Level. Deswegen check die App aus, ist mega simpel, aber trotzdem unfassbar genial. Dann brauchen wir als fünften Punkt natürlich auf jeden Fall noch eine To-Do-Listen-App. Ja, ich meine, bei Timetable, meine allererste Empfehlung, kannst du deine Hausaufgaben schon eintragen, aber vielleicht willst du da nur die Noten eintragen oder brauchst allgemein einfach noch zusätzliche Tasks, die man ja eigentlich im Leben immer hat. Und da empfehle ich euch wirklich Remember the Milk. Das ist für jeden, der wirklich das Ganze richtig ernst nehmen will und nicht nur ein paar so basic To-Do-Listen schreiben will. Ich habe seit 3 Jahren wirklich alle, absolut alle, mit Statistiken, ohne Statistiken, mit Kategorien, ohne Kategorien, mit allem, was es im Play Store bezüglich To-Do-Listen gibt, getestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit einem Jahr verwende ich Remember the Milk, weil es einfach, hat keine sinnlosen Statistiken oder so, aber geht wirklich in die Tiefe. Du kannst teilweise sogar deine eigene Kategorien programmieren. Da gibt es Smart Lists, wo es quasi ganz, ganz, ganz speziell, ich will gar nicht so tief drauf eingehen. Diejenigen von euch, die es bezüglich To-Do-Listen wirklich ernst nehmen, downloadet euch die Remember the Milk, gebt der App ein bisschen Zeit, lernt vieles, bläst euch auch auf den Blog von denen ganz kurz, ist aber auch gleichzeitig ganz einfach. Und dann werdet ihr wirklich die Number One To-Do-Listen-App haben, die auch, glaube ich, sonst fast niemand kennt. Dann kommen wir als vorletzte App zu sechstens Khan Academy. Da Shoutout an Victor, der auch in unserem Team ist und das Ganze empfohlen hat. Ist ja mal übelst geil. Und zwar kannst du im Prinzip bei dieser App einfach über jedes Thema, was dich ever, ever, ever interessiert, hast du einfach am Start. Du kannst einfach alles da lernen. Mathe, Bio, Geschichte, Kunst, alles Mögliche. Und das ist, würde ich sagen, genau. Er meinte, das ist the one and only App für diejenigen, die wirklich richtig gute Noten schreiben wollen. Und ich verstehe auch, warum er das sagt. Du kannst einfach im Unterricht gut mitmachen, alles toll haben und dann ziehst du dir einfach zu diesem Thema noch hier ein paar Videos, Texte. Ich glaube, du kannst sogar Aufgaben zu den Materialien machen und kannst so einfach noch Zusatzinformationen gewinnen, die du dann in der Klausur bei Transferaufgaben, die du im Unterricht anbringen kannst. Das ist einfach mega geil und ihr werdet auch da viel motivierter sein, weil ihr versteht, Moment mal, wenn sogar in so einer allgemeinen App, was ist ja gar nicht so speziell für Schüler, ist einfach für jeden, wenn es sogar da drin ist, was ich in der Schule lerne, da hat das ja vielleicht auch wirklich ein Gehalt und auch andere Menschen würden es anderweitig so lernen und ich kann es kostenlos in der Schule lernen. Deswegen mega, mega geil, holt euch die App und die 15 Punkte. Und zu guter Letzt, siebtens, halten wir es ganz simpel und zwar Lingui. Das ist einfach eine Übersetzungs-App. Da gibt es ja ganz viele davon, die sich auch nicht so groß unterscheiden, aber man braucht diesen Übersetzer einfach so, so oft, dass ich der Meinung bin, es ist super wichtig, dass ich euch einfach ganz kurz den meiner Meinung nach besten gibt. Und zwar ist eben Lingui. Es ist simpel, es ist effektiv und das Allerbeste zum Lernen. Du kannst dir beispielsweise Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsche Übersetzung downloaden. Dann funktioniert das Ganze auch im Flugmodus. Das heißt, du musst nicht immer online für, keine Ahnung, Google Translator oder dict.cc und so weiter machen. Das bedeutet, nur holt euch das, empfehle ich euch mega krass. Und ansonsten ganz wichtiger Hinweis auch, keine Apps von denen oder so ist gesponsert. Alles meine oder eure absolute Empfehlung. Deswegen checkt's aus, schreibt gern noch weitere Apps in die Kommentare, dass wir da noch mehr Sachen sammeln können, die nützlich sind für gute Noten. Ansonsten denke mal an eine Sache, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.